Eine Konjunkturpressekonferenz auf besondere Art. Bedingt durch die Corona-Krise mussten die Geschäftsführer der einzelnen Bereiche der Industrie- und Handelskammer Magdeburg ihre Einschätzungen vor leeren Sitzen wiedergeben. Aber so leer waren die Sitze in Wirklichkeit nicht, denn Not macht erfinderisch. Ja, ich sag mal, besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen und wir haben uns entschlossen, unsere diesjährige Konjunkturpressekonferenz live zu streamen mit einem Dienstleister auf unserem IHK-eigenen YouTube-Kanal und es ist für uns eine Premiere. Wir hoffen, dass wir viele Zuschauer haben, Zuhörer, dass Journalistenkollegen auch ihre Fragen stellen. Und ich sag mal, wenn alles gut läuft, ist es wahrscheinlich für uns auch ein Modell für die Zukunft, dass wir auch andere Veranstaltungen so live ins Netz stellen können. Nicht nur die Journalisten konnten am 6. Mai um 11 Uhr die Konjunkturpressekonferenz per Livestream sehen, auch die Mitglieder der IHK und allgemein Interessierte. Der mit zwei Kameras geführte Livestream war für jeden offen und frei zugänglich. Zusätzlich gab es die Möglichkeit, per E-Mail Fragen an die Experten zu stellen, die live beantwortet wurden. Der Hauptgeschäftsführer der IHK Magdeburg, Wolfgang Merz, gab die Ergebnisse einer Blitzumfrage bekannt und erläuterte dabei die aktuelle Situation der Unternehmen im Kammerbezirk Magdeburg. Die Pandemie trifft auch die Unternehmen aus Sachsen-Anhalt mit voller Wucht. In den aktuellen Umfrageergebnissen beurteilen 50% der Unternehmen ihre aktuelle Lage als schlecht. 65% geben geringe Umsätze im Vergleich zum Vorjahresquartal an. Der Blick auf den weiteren Jahresverlauf ist ebenfalls eingetrübt. Mit anwesend waren die Geschäftsführer der einzelnen Bereiche. Susanne Eva Dörrwand, Geschäftsführerin Handel, Dienstleistungen und Unternehmensförderung. Stefanie Klemmt, Geschäftsführerin Berufsbildung, André Rummel, Geschäftsführer Industrie und Infrastruktur und Andreas Müller, Geschäftsführer International. Sie gaben Auskunft über die aktuellen dringlichen Probleme und Entwicklungen in ihren Bereichen. Wer den Livestream am Mittwoch, den 6. Mai verpasst hat, hat die Möglichkeit, ihn noch einmal zu sehen. Der einstündige Stream ist auf dem YouTube-Channel der IHK Magdeburg zeitlos unbegrenzt im Relive zu sehen. Die IHK Magdeburg bietet hiermit jedem die Möglichkeit, sich über die aktuelle wirtschaftliche Lage zu informieren.